Yo, was geht, Freunde? Willkommen zum nächsten Solo-Lane-Game. Und zwar mal was anderes. Und zwar werde ich jetzt mein Solo-Lane-Game kommentieren. Warum ich was gemacht habe. Was ich gekauft habe. Warum ich was gekauft habe. Und jetzt auch spezifisch zu dem Gegner, den ich hatte. Was hier ein Loki war. Ich weiß nicht, ob euch sowas gefällt, wenn wir das kommentieren. Aber ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Also gebt mir einfach ein Feedback. Wenn euch sowas gefällt, kann ich das auf jeden Fall auch öfters machen. Wenn ein Game irgendwie gut war. Vor allem Solo Lane. Fragen mich sowieso voll oft welche. Also wir spielen Bellona gegen einen Loki. Ich habe hier gerade gewardet, weil ich erstens gesehen habe, dass der Loki da gewardet hat. Oder ein Gegner. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es Loki ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass es Loki ist und er will proxyen. Das heißt, er will seine zwei einfach da auf die Wave ballern und dann wieder auf die Wave laufen. Aber das habe ich gemerkt. Oder sagen wir mal so, ich bin davon ausgegangen, weil jeder Loki das gleiche macht. Und habe ihn hier ein bisschen gepokt erstmal. Also er setzt seine 2 ein, die macht noch nicht viel Damage. Ich gehe weiterhin auf ihn drauf. Weil er frisst viel Damage, er ist ein Assassin. Er ist kein Warrior, der viel Verteidigung hat. Und dass er hier sterben wird, ist so must von safe, Digga. So, First Blood Bellona Solo Lane ist ungefähr das Schlimmste, was einem Loki passieren kann. So, wir clean die Wave, sind Level 2, gehen zum Blue. Dino stirbt in der Midlane. Fuck. Dino ist da gerade neu aufgewacht. Deswegen. Hat er am Anfang noch nicht geblickt, was er macht. So, wir haben unser Blue genommen. Wir gehen zurück zu unserer Wave. Loki hat auch sein Blue genommen. Wir poken ihn so oft es geht. Ihr seht, ich greife nicht die Wave an, weil mein Hammer kann mehrere Minions auf einmal treffen bei Bellona. Das heißt, nach meiner Drehung, wenn ich lande, immer auf Loki. Ich poke jedes Mal, wenn meine 3 ready ist, poke ich ihn eigentlich damit. Poken bedeutet immer dem Gegner ein bisschen Damage zufügen. Ohne jetzt Kill Potential, aber Hauptsache ihr macht ihm immer mal, mit der Zeit hat er immer weniger Leben so. Weil ihr ihn immer mal wieder ein bisschen angreift. So. Wenn ich Bellona spiele allgemein, versuche ich immer die Wave zusammenzuführen, indem ich den Gegner einmal angreife. Hier hat der Loki einen Fehler gemacht. Ich habe ihn mit meiner 2 getroffen, deswegen ist er wieder visible geworden. Ich weiß nicht, wieso er so schnell visible geworden ist. Egal, auf jeden Fall war er da wieder tot. Also ihr dürft euch von einem Loki einfach nicht einschüchtern lassen, Leute. Ihr müsst... Pickt einen Warrior gegen Loki. Ich weiß, er ist nervig, weil er seinen Decoy da einsetzt. Aber wartet da hinten. Am Anfang. Schaut, ob er proxiert. Wenn er nicht proxiert, dann geht immer auf ihn drauf. Geht immer auf ihn drauf, weil seine 2... Das müsst ihr ausnutzen. Seine 2 klärt noch nicht die Wave. Wenn seine 2 die Wave klärt, kann er nämlich seine 2 auf die Wave setzen und einfach abhauen. Und muss nicht gegen euch kämpfen. Aber er muss ja jetzt da bleiben, weil die Wave kann er noch nicht klären. Sonst pushe ich die in den Tower. Und weil er da bleiben muss, poke ich ihn die ganze Zeit und greife ihn immer wieder an. Und der kann nichts machen. Er kann einfach nichts machen. So, Warrior's Blessing haben wir auf 12 schon mal gestackt. Das ist schon mal richtig gut. Ich habe mir Berserkers geholt wegen Attack Speed, Lifesteal. Normal Standard-Build für Bellona. Weil ihr trefft ja auch mit eurem Hammer mehrere Minions gleichzeitig und das ist schon gut. So. Hier warte ich immer, ob er irgendwie auf der Lane bleibt und irgendwas noch angreift. Aber da ist er hinter mich gegangen, das habe ich nicht gesehen. Aber ich werde ihn, glaube ich, wahrscheinlich mit meiner 3 wieder poken. Immer das gleiche. Immer wieder poken. Immer mit der 3 einfach drauf. Jetzt gehe ich zu seinem Blue. Um es zu invaden, weil es ist mir eigentlich egal, ich bin Bellona. Der Loki kann mir einen Scheiß machen, wenn Baka kommt, dann sehe ich auch weg. Und da ist der Baka schon. Er hat es nicht geschafft zu klauen, das fand ich ein bisschen komisch. Ich habe hier meine Ulti bekommen, deswegen habe ich einfach gekämpft, war scheißegal. Ich habe auch meine 3, das heißt, beide müssen ja Auto-Attacks machen, um mir Schaden zuzufügen und ja. Auch Martino. Beide müssen mir Auto-Attacks machen, um mich anzugreifen. Also mit meiner 3 tue ich dir disarmen. Das bedeutet, die können keine Auto-Attacks machen für eine gewisse Zeit. So, hier wieder poken mit der 3. Immer das gleiche jetzt. Weiter. Der Loki scheint ja richtig weg zu sein, Bro. Was man hier auch dazu sagen muss, ist, dass der Loki, wie der Dino schon jetzt gesagt hat, der Loki war nicht gut. Es gibt schon gute Lokis. Gute Lokis. Die wissen, wie man einfach einen Loki spielt, weil Loki ist ein nerviger Charakter. Die bleiben nicht auf der Lane die ganze Zeit. Ihr wisst, was ich meine.
Der hat sich halt immer von mir poken lassen. Da hat sich meine Pele kurz den Loki gesneakt. Aber war ja auch ein easy kill, der war schon low. Wir proxyen wir die Wave. Ich proxy eigentlich immer die Wave, ich greife selten den Tower an. Greife eigentlich fast nie den Tower an, außer der gegnerische Gott ist gebackt. Irgendwie, aber an sich laufe ich immer durch, proxy und gucke, ob ich im Backcamp invaden kann oder sowas. Der Tower erledigt sich dann schon von selbst. So, wir haben wieder geproxied. Der Loki ist immer noch auf der Lane, aber ja, ich bin schon eigentlich fast 2 Level über ihn, glaube ich, weil ich werde gleich Level 7. Ja, ich habe ja geproxied, deswegen ist es scheißegal, ich kann einfach rumlaufen und kurz mein Blue noch machen. Dass er nicht mein Blue invaded hat, war komisch von ihm. Ich hätte es gemacht. Mal ein bisschen Loki, mit Level 5 kriegst du dich schon schnell. So. Der Loki wartet wieder. Der Lane, der macht ganz das Gleiche. Hier warte ich kurz auf ihn, um zu gucken, wo er hingeht, aber der ist wieder hinter mir. Ja, sein Playstyle war halt schon immer das Gleiche. Ich habe einfach gewusst, was er vorhat. Hier proxy ich wieder, weil er eh nichts machen kann. Der könnte mich auch holten und der wird mir keinen Schaden machen. Und danach invaden wir, glaube ich, Blue, gell? Ja, ich wahrscheinlich schon. So, er ist mit meiner Wave beschäftigt, weil ich habe geproxied, das heißt, er muss die Wave klären. Ich habe wieder freien Zugang zu seinem Blue. Und so, die kleinen Dinge, die geben euch, wie nennt man das? Die sorgen dafür, dass ihr mit Level über dem Gegner seid. Also, Blue Buff invaden jedes Mal ist der Tod für einen Solo-Laner. Natürlich könnt ihr das nicht immer machen, ihr müsst schon, ich kann es jetzt machen. Weil der Bakker ist Level 6, der Loki ist Level 6, ich bin Level 8 und der Level 8 Bellona gankt man nicht. Das ist einfach so. Weil ich bin Warrior und ich halte viel aus und ich bin noch Level 2 Level über. Und ich habe noch Berserkers. Und ich habe meine 3 für einen Disarm, also die können nichts machen. Also die Solo-Lane ist eigentlich schon verloren. Außer die 3 Man ganken mich ein paar Mal. Aber dann verlieren die anderen Lanes wieder und das machen die nicht. So, wieder poken. Ich habe hier ein bisschen gesehen, wo er hingelaufen ist. Ich glaube, hier ulte ich ihn, weil ich keinen Bock mehr hatte zu warten. Ja, ich habe ihn einfach geultet. Ich wollte ihn einfach poken, weil meine Ulti brauche ich so gut wie gar nicht. Ungefähr. Hier versuche ich ihn mit meiner 2 zu treffen, dass ich irgendwie vielleicht weiß, wo er hinläuft. Um herauszufinden, ob ich ihn in seiner 1 irgendwie treffen kann. Aber danach poke ich ihn direkt wieder mit der 3. Ihr seht, Leute, das ist immer das gleiche Schema. Und er macht sowieso immer das gleiche. Und ich habe ihn hier getroffen. Deshalb weiß ich, ja, ich habe gesehen, dass er dahin gelaufen ist, genau. So. Ob ich ein paar Tower-Shots fresse, scheißegal. Ich heal mich mit Berserkers wieder gut. Hauptsache, er wird gepokt, weil er kann langsam nichts mehr machen. Muss jetzt eh wieder backen, genau, er backt jetzt. Ich werde wieder eine Wave nehmen, dann werde ich wahrscheinlich wieder proxyen. Dann werde ich sein Blue nehmen. Ja, Solo Lane ist so komplett verloren für die Gegner. Und den wähle ich überhaupt? Nein, ich wähle nicht, okay. Komisch, wieso wähle ich nicht? Ah, ich sag meine Pele, die soll da hingehen. Aber die will back. Ja, ich habe meine Pele gesagt, die soll den ganken, weil der ist Level 8, Alter. Und will sein Blue machen und war was weiß ich wie low. Ne, low war der nicht, der ist ja wieder gebackt gewesen, aber trotzdem. Das war auch dumm von mir, ich hätte einfach sein Blue invaden sollen. Keine Ahnung, wieso ich zu meinem Blue gegangen bin. Na egal. Hier wieder weiter poken. Hier wollte ich ihn, glaube ich, ulten, weil es mir langsam auf den Sack gegangen ist. So, ich habe 3000 Gold, ich back einfach nicht, weil ich ihn dauer poke. So, hier kriegt er gleich wieder eine 3 in die Fresse. Ah, okay, ich kämpfe gegen ihn. Sein Slow ist voll krank, Alter. Naja, er kann trotzdem nichts machen. Ich glaube, hier bin ich.
glaube, hier bin ich extra geblieben, um ihn zum Kampf zu zwingen, dass er mich ultet oder sowas. Weil ich hätte es auf jeden Fall überlebt und dann hätte ich ihn trotzdem gefickt. So, wir backen wahrscheinlich für Mystical Mail oder für Boots, eins von beiden. Okay. Ich glaube, ich habe Mystical Mail zuerst geholt, weil ich Boots nicht gebraucht habe. Genau. Wieso Mystical Mail? Physical Defense. Aber mein Hauptdings war es, dieser Tick Damage, den Mystical Mail ja gibt. Damit kann man Loki mit, okay, nicht so hohe Wahrscheinlichkeit, aber damit kann man Loki ein bisschen verfolgen, so wenn er invincible ist, wo er hinläuft. Weil dann guckt er immer, wo er Damage kriegt und sowas und versucht da hinterher zu laufen. Ich glaube, ich habe es nicht ganz hinbekommen. Weil er sich so wie ein Hund bewegt hat manchmal. Aber das war so meine Absicht. Und wenn sie mich zu zweit angegriffen hätten, dann hätten sie auch noch ein bisschen Damage von Mystical Mail bekommen und sowas. Deswegen ist das Item auf jeden Fall gut gewesen. So, ich glaube, ich dive ihn hier. Weil ich keinen Bock mehr. Das war nicht beabsichtigt, aber hier sterbe ich wegen Bakka-Ulti und Tower-Damage. Also das war jetzt nicht beabsichtigt, seiner Ulti auszuweichen. Aber ich habe den Loki bekommen, also war es mega. Hier können wir kurz vorspulen. Hier wieder. So. Wir haben uns Attack-Speed-Boots geholt. Weil Bellona Attack Speed ist einfach gut. Braucht man nichts mehr dazu sagen. Bellona ist einfach ein Boxgott. Das heißt, viele Auto-Attacks. Und natürlich auch ein bisschen Ability Damage von der 2. Aber der Rest sind Auto-Attack Damage. Deswegen sind Attack Speed Boots gut. Und da wir eh Berserkers haben. Digga, der hat mich nur mit seinem Kappa getroffen, der hat mich auseinandergenommen. Hier wurde Dino auseinandergenommen vom Kappa. Unser Hachiman war hier so richtig useless in dem Game. Ich weiß nicht, der war Dauer Out of Position. Der war nie da, wo man sein sollte. So, da kommt Barker, aber wie gesagt, er kann nichts machen. Ich habe meinen Disarm, der kann nichts machen. Nice. Wenn du willst, geh nach dem Dings zum Pyro. Ja, hier nehmen wir den Tower. Ich glaube, Dino kommt gleich mit mir zum Pyro. Und ich glaube, der Raijin klaut uns den Scheiß. Irgendwas war da. So. Was fokussen wir eigentlich mit Bellona? Bellona fokust eher die 2, dann die 3. Die 2 macht einfach viel Damage. Und je mehr Gegner in eurer Nähe sind, macht die 2 auch mehr Damage. Ja, hier snacken wir uns kurz den Kusembo. Weil, genau, die 2 macht mehr Damage, je mehr Gegner in deiner Nähe sind. Und das ist, die 2 macht ja auch einen AOE-Schaden an Minions. Also es ist immer gut, mit der 2 anzufangen. Die 3 gibt euch einen Disarm bei den Gegnern. Das heißt, die können keine Auto-Attacks machen. Und ihr habt noch Lifesteal. Ja, geh du mal so, wenn du kannst. Die 1 fokust man entweder Ulti oder 1. Eins von beiden. Raijin Ulti ist so nervig, Alter. Entweder fokust man die 1 oder die 4. Also an sich schon die Ulti, aber ich wollte mit der 1 ein bisschen mehr nerven, weil die slowt und ihr fresst mehr Auto-Attacks. Also wenn ihr zum Beispiel 3 Gegner mit der 1 trefft, dann sind die nächsten 3 Auto-Attacks, die ihr eigentlich kassieren solltet, die machen euch keinen Schaden. Genau. Und die Ulti halt, mit der bringt ihr auf die Gegner und stunt die. Und ich glaube, in eurer Ulti kann man keine Auto-Attacks machen. Als das noch so ist. Ich kann mich nicht mehr dran erinnern. So, der Loki hat hier jetzt links gepusht, aber ist uns eigentlich scheißegal, weil wir holen uns Tower. Ganz ehrlich, lasst euch von einem Loki nicht, lasst euch nicht von einem Loki zu nerven. Wenn ihr einen Loki chased irgendwie,
eine Minute lang, ihr macht euch da eher was kaputt, als dass ihr einfach zu fünft einfach straight die Lane pusht. Klar, wenn er jetzt bis zum Phoenix pusht, da sollte einer backen, aber sonst, man scheiß drauf. Es ist nerviger, den Loki zu chasen, als einfach den in Ruhe zu lassen. Weil der ist nicht dabei, der hilft seinem Team nicht, der spielt richtig asozial, so egoistisch. Das bringt seinem Team nichts. So, ich habe hier Hide of the Urchin gekauft, weil wir machen viele Kills. Hide of the Urchin kann man bis zu 10 Stacks stacken. Also jedes Mal, wenn man Kill oder Assist kriegt, stackt man Hide of the Urchin und kriegt am Ende noch mehr Physical und magischen Verteidigung. Insgesamt glaube ich am Ende 55 von beiden. Und die zu stacken war eigentlich easy, weil wir haben viele Kills gemacht. So. Kämpfen kann er nicht gegen mich, deswegen. Das meine ich hier mit Hide of the Urchin, Leute. Ich habe kurz sein Damage gesehen, aber danach nicht mehr, deswegen dachte ich, vielleicht hat er sich umgedreht. Komm, lass Feuer, Mann. So, die Gegner sind rechts, deswegen dachten wir uns, wir machen jetzt Pyro. Aber der Raijin war nicht in Sicht, an den habe ich nicht gedacht. Und der kommt und klaut den Shit mit seiner Ulti. Und Raijin macht halt einfach Damage, Alter. Der Piss hat's geklaut, ne? Ah, Loki-Ulti, Digga. Und der ist darüber gedasht. Backcamps. Ding ist abgehauen. Ja, wie ihr seht, hier sehe ich ihn mit meinem Mystical Mail. Habe ich kurz gesehen. Die 28 Damage, die ihr da gesehen habt, das war vom Mystical Mail. Also, das meinte ich mit. Da könnt ihr da ein bisschen Loki verfolgen. Hier sehe ich ihn jetzt nicht mehr, weil er ist einfach mit seiner 1 viel schneller. Raijin Damage OP, Alter. Das war nur seine 1, Leute, gell? Das hat mir 1000 abgezockt gefehlt. Gut, ich habe keinen Magical Defense. Unser Hachiman ist halt absolut useless. Also wirklich useless. Ino sagt's wieder, Hachiman ist einfach useless gewesen, dieses Game. Hier versuchen wir wenigstens ein paar Kills zu holen. Weil sonst hätte sich so überhaupt nicht gelohnt. Pyro stehlen zu lassen, ist nicht das Ende der Welt, Leute. Das Pyro ist meiner Meinung nach ist nicht useless, aber ist es mir nicht wert, wegen Pyro zu sterben. Da ist mir Gold Fury schon 1000 Mal wichtiger. Und Gold Fury haben wir vorhin auf jeden Fall bekommen. Nee, Gold Fury bekommen. So, ich habe 2 Stacks auf Hide of the Urchin. Jetzt gehe ich auf Magical Defense wegen Raijin. Genji's Guard ist ein sehr gutes Magical Defense Item. Hier teleportieren wir kurz an den Tower, weil ich dachte, vielleicht pusht der Loki. Aber hat nicht gepusht. Aber der war da und hat seinen Decoy eingesetzt und ist wieder gegangen. Und ihr seht, ich chase ihn gar nicht so. Das ist mir egal, weil es ist Zeitverschwendung. Braucht ihr nicht zu chasen. Genji's Guard ist ein sehr gutes Magical Defense Item. Ihr kriegt, ich glaube, alle 45 Sekunden Proctors. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber 80 magischen Defense und jedes Mal, wenn ihr alle, ich gehe jetzt mal von, jedes Mal in einer bestimmten Zeit, wenn ihr einen magischen Schaden kriegt, kriegt ihr einen 3 Sekunden Cooldown auf eure Abilities. Das ist schon nice. Und der Defense, den ihr davon kriegt, ist auch nice. Ich pushe hier einmal die Wave. Ich sehe, mein Team kämpft da. Hält alles und deswegen rotiere ich auch nicht. Aber ich liebe seinen Blue Buff. Kriegt er weniger XP. Und ich push noch links. Also ich habe da hier Dino gefragt. Also ich push jetzt nicht einfach so links. So ne irgendwas. Ich habe Dino gefragt, hey, soll ich kommen oder nicht? Und er hat gesagt, nein, push weiter. Deswegen pushe ich jetzt weiter. Also fragt ruhig eure Teammates, hey, wie läuft's bei euch und so. Er misst sogar Hachiman. Er misst sogar Hachiman Ultis. Und das geht gar nicht. So, ich pushe den Tower schnell. Ich habe ja genug Attack Speed zum Pushen. Der Hachiman von uns braucht wieder 3 Jahre, um zum Fallschirm zu kommen. Hat er die Backcamps gemacht, ja, oder? Weil die sind gerade geresettet. Ich glaube, der hat die Backcamps gemacht, das war ja. Hier zone ich, die brauchen mich nicht, nicht als Damage und keine Ahnung, die brauchen mich nur zum Zonen. Ich bin Level 20, also ich kann am besten zonen, ich bin Warrior, ich bin Bellona. Braucht man nichts dazu sagen, ich stehe 9-1.
Hier beleidige ich innerlich Loki, weil er mein Blue gemacht hat, aber nicht die anderen Minions. So, 70 Medical Protection. 150 Leben noch. Genau. So, ich gehe hier, glaube ich, auf Mantle of Discord, glaube ich. Mantle of Discord ist als sechstes Item für den Supporter, wieso immer, richtig gut. Entschuldigung, hab einen Frosch im Hals. So. Die Gegner haben Gold Fury gemacht, aber das war die Primal. Also die grüne, die hilft euch, Objectives schneller zu nehmen, aber scheiß auf die. Und der Hachiman macht irgendwie Oracles. Leute, wenn ihr Fire Giant habt, pusht Towers. Einfach Tower pushen. Weil die Gegner werden euch nicht angreifen. Der Loki pusht links oder was ist, scheißegal. Ein Phoenix und Tower tausche ich gerne. Und indem der Loki nicht hier ist, ist es viel besser für uns. Weil der Loki rasiert eigentlich Squishies richtig schnell aus. Glaube ich, sterbe hier nicht. Genau, ich hab's noch rausgeschafft. Ich muss hier aufpassen, ich habe nicht mehr viel Leben, aber Fire Giant hielt mich zum Glück. Blink Beste, Bro. Ja, warte. Jetzt chill ich kurz, damit die noch mich heilen kann. Komm ich ja wieder. Hier nehmen wir noch den linken Phoenix, weil es ist noch nicht ganz safe, dass wir das beenden können. Wir haben jetzt nämlich nicht den übelsten Burst Damage. Gut, Hachiman und Heal machen schon gut Damage, aber es ist immer okay, auf Nummer sicher zu gehen. Leute, nehmt euch zwei Phoenixe. Nein, ihr müsst da ja nicht frown. Wie oft passiert es, dass man auf den zweiten Phoenix geht und dann einfach froht, weil alle auf einmal sterben? So, jetzt gehen wir straight zu Pyromancer, holen uns den und danach pushen wir, glaube ich, die rechte Lane. Ich sag euch noch gleich was zum Siegen. Weil ich sehe volle Luft in den Grand Games, dass das einfach keiner blickt. So, wir haben 4 Stacks of Hide of the Urchin. Ich habe nämlich 2 Kills gemacht und 2 Assists bekommen, seitdem ich es gekauft habe. Jetzt kaufen wir uns Mantle of Discord. Ich wollte eigentlich kurz. Na gut, fuck it. Mantle of Discord gibt euch 60 Physical Verteidigung und magische Verteidigung. Kann das da unten mal weggehen? Dankeschön. Und 10% Cooldown. Und es prockt, wenn ihr unter 30% Leben kommt, gibt es so einen Stun, so ein drumherum, um euch herum, so ein Stun. So. Hier pushen meine Leute rechts. Ich push noch kurz die Mittel, damit die Fire Minions schneller durchkommen. Weil der Loki macht hier so eine ehrenlose Scheiße. Hier sage ich meinem Gap, dass er die Schnauze halten soll, weil er einfach zu viele Calls macht. Spaß, ja, Digga, zu viele Calls nerven irgendwann. Weißt du, ich meine, wenn man einmal sagt, attack right den, dann reicht es schon. Dann, ich habe schon kapiert. So. Loki ist links. Wir können rechts pushen. Es ist wieder 5 gegen 4. So, es ist scheißegal. Wie gesagt, ihr macht eurem Team keinen Gefallen. Ihr tut eurem Team keinen Gefallen, wenn ihr da Split Push Loki spielt. Weil bisher bei unserem Phoenix ist so, er kann eigentlich nichts machen. Hier, da sehen wir komplett alles weg, holen uns den Phoenix, gehen auf den Titan, easy. Ja, einfach Titan fokussen ist scheißegal, weil die können ja nichts machen. Ja, Leute. Das war's zu Bellona Solo. Ist jetzt kein Guide oder so, ist nur ein Commentary. Könnte auch ein Guide sein, keine Ahnung. Nehmt es wie ihr wollt. Solo Lane halt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir ein Feedback, macht einen Kommentar, keine Ahnung. Weil, wenn es gut war, mache ich es nochmal. Okay. Mein Desktop. Haut rein, tschüss. Fickt euch! Fickt euch! Fickt euch von Herzen! Fickt euch! Fickt euch! Diese Worte sind für uns von großer Bedeutung.
Sie helfen uns, das auszudrücken, was wir als Firma anders sehen als andere.